Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Angesichts der Streichung der Mittel aus dem Hauptstadtkulturfonds für das jüdische Filmfestival frage ich den Senat, ist dem Senat bekannt, mit welcher Begründung ausgerechnet das jüdische Filmfestival nicht mehr berücksichtigt werden soll? Das macht der regierende Bürgermeister selbst. Bitte schön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Magalski, Sie wissen, dass der Entscheidung im gemeinsamen Ausschuss ja immer eine Juryempfehlung auch vorausgeht. Die war offensichtlich ganz eindeutig und es muss auch nicht tiefer inhaltlich begründet werden. Es liegen immer eine Fülle von Anträgen vor. In den zurückliegenden Jahren hat die Jury empfohlen, über den Hauptstadtkulturfonds zu fördern, dies Jahr nicht, auch in einer qualitativen Abwägung, aber auch, weil es keine institutionelle Förderung sein soll über den Hauptstadtkulturfonds. Wir haben eine ähnliche Regelung ja auch bei Lotto, dass immer mal wieder mit Lottogeldern geholfen werden kann, aber nicht permanent institutionell. Also insofern kamen mehrere Begründungen zusammen. Ansonsten glaube ich, ist es auch richtig in der Abwägung zu sagen, dass andere Institutionen und andere Projekte auch die Chance haben müssen, von einer Förderung zu profitieren. Lotto hat ja auch für die Zukunft noch mal eine Zusage gegeben für das jüdische Filmfestival, das Medienbord Berlin-Brandenburg darüber hinaus. Wir werden jetzt sehen, ob es nicht auch mit dieser Unterstützung möglich ist, das Filmfestival durchzuführen. Dankeschön. Kollege Magalski, weitere Nachfrage bitte. Ja, sehe ich das richtig, dass der Senat also hier der Begründung der Jury folgen kann und keine weiteren Maßnahmen geplant sind, um das jüdische Filmfestival zu retten? Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Magalski, es ist ja ein gemeinsamer Ausschuss der Bundes- und der Landesebene. Und insofern kann ich Ihnen nur sagen, dass wir gemeinsam tatsächlich, so wie ich es Ihnen eben dargestellt habe, der Juryempfehlung gefolgt sind. Sie sehen ja aber am Engagement, sowohl was die Lottomittel anbelangt, wie auch was Medienbord anbelangt, dass wir, sagen wir mal, der Durchführung des Festivals eine Chance geben wollen. Über den Hauptstadtkulturfonds sehe ich keine Chance, das zu, oder sagen wir mal, zu einem anderen Votum zu kommen. Dankeschön.